wolltet ihr? Nichts. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen angeln. Wir brauchen nämlich noch ein paar Höhlenfische. Und ich bin ehrlich, ich habe es mir jetzt einfach gemacht. Ich habe gerade mal geguckt, wo wir die anderen Fische herbekommen, weil ich stehe hier jetzt seit fast einer Stunde oder so und ich kriege einfach den Fisch nicht raus. Ich war auch noch bei einer anderen Höhle. Die Fische, die ich brauche, kriege ich hier nicht raus und auch bei den anderen Höhlen nicht. Darum habe ich mal ganz kurz geguckt und weiß jetzt, okay, zumindest einen Fisch kriege ich schon mal woanders. Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt. Ich will nicht, ich muss da tatsächlich rein. So, jetzt muss ich kurz da. In die Schwarzfallhöhle. Ja, was wolltet ihr? Von dir tatsächlich gar nichts, Irana. Von dir tatsächlich nichts. So. Schnell einmal ins Wasser gehüpft. Den da mitnehmen. Hier sind Skorpionsfische. Die brauchen wir nicht. So, jetzt muss ich einmal kurz die Quest aktivieren. Einen Glaswelsch, Wels und einen Düsterfisch. Den Vampirfisch haben wir ja bereits. So, Glaswels und Düsterfisch müssten wir... In der Rheinwasserpassage. Ja. Was wolltet ihr? Och, Serana, halt einen Kopf. Da ist sie. Weil die ist ja auch relativ stark überflutet. Da müssten wir auch Büsche drin kriegen. Ich gehe mal gucken. Wer ist da? Wird doch eine Meere sein. Okay, scheinbar nicht. Lachs, Lachs. Silberbarsch. Das heißt, ich habe hier kein Glück. Alles klar. Und dann muss ich die letzten beiden Fische tatsächlich noch woanders suchen. Wollen wir das heute noch machen? Ich muss mal ganz kurz... Die Bruthöhle.
Glutsplittermine waren wir. Eishauchtiefen. Die Eishauchtiefen, alles klar. Eishauchtiefen. Da ist Drachenbrügge. Es steht doch südlich. Das heißt, von Drachenbrügge aus, irgendwo nach unten weg, müsste noch eine Höhle sein, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Hä? Osten, Süden. Nein. Welche Quest habe ich denn gerade aktiv? Das ist mein Questmarker weg. Ach da. So. Okay. So, wir rennen mal hier nach Süden raus und gucken mal, ob wir die Höhle finden, die gemeint ist. Aha. Da ist eine, die wir noch nicht entdeckt haben. Das tun wir jetzt. Das wird nämlich dann wahrscheinlich diese Eishöhle sein. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. In der Hoffnung, dass wir dort die letzten beiden Fische kriegen. Da oben ist noch eine Höhle. Ist sie jetzt da oben oder ist sie da unten? Ich glaube eher, dass die oben ist. Ist da... Ich stehe drauf. Eishauchtiefen. Seine Kohlsuppe kann er behalten. So, wir angeln hier einmal. Hä? Oh, na gut. Dann will ich einmal kurz gucken gehen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch mal gucken, was in dieser... Aha. Habt ihr etwas gehört? Jo, jede Menge Spinnen. Geht sie etwa noch tiefer in die Höhle? Kann ich da auch angeln? Nur gut, da geht's lang. Naja, hier sind Falmer drin. Ich hasse Falmer. Ach komm, dann... So. Nerviges Mistwerk.
Wie schön ich hier einfach reinrenne und einfach alle Gefahren außen vor lasse und mir denke, hey, ich mach das schon. Und ich schwöre euch, gleich kriege ich so auf die Fresse, dass ich wieder irgendwo rumliege. So wie er. Aber F5 ist ja mein bester Freund, ne? F5 ist mein bester Freund. Auch wenn ich ihn viel zu selten benutze. Mann, du bist aber ein schlechter Schütze. Aha, aha, aha. Wo ist eigentlich Serana schon wieder? Wenigstens haben sie hier ein schön warmes Lagerfeuer. Da können wir uns mal ganz kurz aufwärmen. So, weiter geht's. Ein Gefangener mit 33 Gold. Auch wunderschön. Ein Falmer Kriegshetzer. Hat ihm auch nicht sonderlich geholfen. Muss ich meine Waffe wieder putzen. Wieder alles dreckig. Alles voll mit Falmerblut. Okay, sind wir jetzt am Ende der... Nein, hier geht's noch weiter. Fortschritt im Schlösser knacken. Ich wollte jetzt Löcher knacken sagen, aber... Das tun wir hier nicht. Okay, wir sind jetzt einmal durch die Höhle. Das heißt, wir nehmen jetzt gerade noch die anderen Wege. Sollte relativ schnell gehen. Und dann angeln wir gleich noch ein bisschen den Weg hier. Ich habe hier gerade... Da. Ich wusste doch, dass ich eine Höhle gesehen habe. Ja genau, eine Höhle. Eine Truhe gesehen habe. Und dann kommen wir bei den Fallmann raus. Alles klar. So, das heißt, die Route lohnt sich für uns schon mal nicht mehr. Wir gehen zurück und fangen mal mit dem Angeln an. In der Hoffnung, dass wir heute die letzten beiden Fische hier rauskriegen. Ja,
Ich wette, ich kriege die letzten beiden hier nicht. Eine Laterne. Wollte ich schon immer mal angeln. War mir ganz wichtig. Zu früh. Und da habe ich gefettfingert. Ein Silberbarsch, wow. Also wenn wir jetzt die letzten beiden Fische hier nicht kriegen in dieser Folge, dann wird es in der nächsten Folge auch kein weiteres Angeln geben. Dann werde ich die... Wow. Wow, sah der nice aus. Wow. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn wir die jetzt nicht kriegen, dann hole ich die offscreen und dann... schon wieder Schrott gesammelt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ein Vampirfisch, den haben wir schon. Okay. Yes, baby. We've got it. Bärlauch. Ich verprügel dich mit meiner Angel. Einfach nur, weil ich's kann. Mir einfach so dreist. Den Rücken fallen. So, jetzt müssen wir. Ich muss diese Quest jetzt einfach abgeben. Ernsthaft, es sind Feinde in der Nähe. Wo? Wo? Okay. Ich kann warten, das heißt, ich kann jetzt auch reisen. Schubidumdum, schubidumdum. Ja, was wolltet ihr? Nichts. Ich will nur meine Quest abgeben. Fischerei von Riften. Wie gut, dass ich einen Schlüssel für die habe. Ihr braucht etwas? Ja, hier sind die Fische, nach denen ihr verlangt habt. Vielen Dank. Hier, das ist für euch. Ich bin bereit für die nächste Angelherausforderung, aber bitte nicht. Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Ja, bitte nicht. Das wird wohl nicht ganz einfach. Ich gebe mein Bestes. Mein Dank an euch. Ja. Oh. Ihr seid als Anfänger zu uns gekommen und nun seht euch an, ein Angelmeister. Niemand von uns und schon gar nicht all die Fische hätten erwartet, dass ihr es so weit schafft. Die meisten von uns hatten gewettet, dass ihr schon tot seid. Kurz gesagt, einen Schritt müsst ihr noch gehen, bevor ihr eine wahre Legende seid und mir dabei helft, meine Schulden loszuwerden. Ihr braucht dazu die Argonische Angelroute, die ich euch gegeben hatte, und auch die Alikir-Route von Viria. Entschuldigung. Hier ist eine Liste der seltensten Fische in ganz Himmelsrand.
Segelflosser, Seeteufel, Prachtkerbling, Skorpionfisch. Drei davon habe ich schon. Lest auf jeden Fall den fünften und letzten Band von Die Kunst des Angelns, um zu erfahren, wo ihr sie findet und welche Routen ihr benötigt, um sie zu fangen. Wenn ihr erfolgreich seid, habe ich ein wahrlich scharfes Geschenk, um eure meisterhafte Angelkunst auszuzeichnen. Damit werdet ihr eure Fänge ebenso geschickt ausnehmen können, wie den einen oder anderen Banditen. Viel Glück. Ach ja, ach ja. Wer hätte erwartet, dass diese Angelquest sich tatsächlich so dermaßen zieht? Als Meisterangler habt ihr beinahe alles erreicht. Ihr habt in Teichen bei schönem Wetter geangelt und neugierige Fische bei Regen an Land gezogen. Ihr habt eure Route in halbgefrorene Seen getaucht und in Gewässer, die sich in tiefen Höhlen verbergen. Ihr habt quer durch Himmelsrand geangelt, von Winterfeste bis Falkenring. Und ihr seid ein Experte in diesem Handwerk geworden. Und doch gibt es noch mehr, das ihr zu lernen habt. Denn die seltensten Fische können nicht allein durch Technik herbeigelockt werden. Man muss seine Mitte finden und sich geistig und seelisch auf einer... Man muss seine Mitte finden und sich geistig und seelisch auf einer Wellenlänge mit dem Wasser befinden. Ihr benötigt auch bessere Routen, nicht die billigen, die man bei gewöhnlichen Händlern bekommt. Die Nord sind exzellente Handwerker, aber für die seltensten, exquisitesten, köstlichsten und spektakulärsten Fische müsst ihr Routen verwenden, die von den Alikir und Argoniern gefertigt werden. Wenn es euch gelungen ist, solche Routen zu ergattern, dann seid ihr bereit für die letzte Prüfung. Viel Glück! Der Segelflosser. Gemäßigte Seen, klein, sehr selten beliebig, Alikir. Der Segelflosser ist ein seltenes Juwel von einem Fisch. Er bevorzugt Süßwasser in mildem Klima. Aber er ist alles andere als zart. Der Segelflosser kann auch, wenn er klein erscheinen mag, ziemlich aggressiv gegenüber den anderen Fischen sein. Also wählt seine Genossen mit Bedacht. Niemand weiß, wo genau Segelflosser beheimatet sind, aber Geschichten von Segelflossern, die unberührt von Mensch und Meereskreaturen in den glitzernden Gewässern von Lichtungen frohlocken, beflügeln die Vorstellungskraft eines jeden Anglers. Den Seeteufel müssten wir bereits haben. Ich glaube, den haben wir schon, das muss ich gleich nachgucken. So, der Seeteufel. Habitat, eisige Gewässer, Größe groß, selten, sehr selten, beliebig, Argonia-Angelroute. Der Seeteufel ist ein hässlicher Grätengrobian, der in den tiefsten Gräben des Geistermeeres schwimmt und sich selbst für einen Angler hält. Er trägt ein Köder an seinem Kopf, um andere Fische anzulocken. Allerdings gibt es in dieser Welt immer einen noch größeren Fisch mit einem noch größeren Köder. Ihr seid der, der den Seeteufel fängt, wenn ihr die richtige Route dafür habt. Prachtkerpfling, gemäßigte Flüsse, klein, sehr selten, beliebig. Man sagt, der Prachtkerpfling wäre ein geselliger Schmetterling. Ein Blick auf seine Farbe verrät euch, warum seine leuchtenden Schuppen... Blick auf seine Farbe verrät euch warum. Seine leuchtenden Schuppen lassen sogar einen Argonier vor Neid erblassen. Laut einer hiesigen Legende wurde einst ein Angler, der sich im Wald verirrte, vom Flüstern des Windes und dem Rascheln immergrüner Bäume zu einem schönen Hain gelockt. Dort sah er Prachtkerpflinge in einem Teich, der wie aus Glas war. Der Zweigling, der diesen Hain sein Heim nannte, setzte den Staunen jedoch schnell ein Ende. Den Skorpionsfisch haben wir. Ich lese es trotzdem vor. Es heißt, der Skorpionsfisch sei in den unbekannten Tiefen von Höhlen beheimatet, die so dunkel sind, dass sie einen in den Wahn treiben. Es heißt aber auch, dass Angler genug Zeit haben, sich die gar unglaublichsten und schrecklichsten Geschichten auszudenken. Apropos Skorpionfisch, das erinnert mich an die alte Geschichte vom Frosch und dem Skorpion. Der Skorpion will das Wasser überqueren und der Frosch sagt, warum gehen wir stattdessen nicht angeln?
Und das haben die beiden dann auch getan und wurden beste Freunde. Wow. Ihr habt euren Weg zum Anglerhelden beendet, legendärer Angler. Abschließend will ich euch mit den Worten entlassen, die mein Meister zu mir gesprochen hat. Denkt zurück an den dreibeinigen Spinnenfisch in vielerlei Hinsicht, ist er wie ihr. Ein Angler kann die Bewegung der Fische unter Wasser spüren und wie sie neugierig um den Köder schwimmen. Ihr Köder ist eher Einladung als Bedrohung, und wenn sie ein sanftes Ziehen der Schnur verspüren, wissen sie, dass der Moment zum Zuschlagen gekommen ist. Es ist die nicht zu erklärende Einheit mit der Natur, dem Köder und der Beute. Unabhängig von euren Techniken und Angewohnheiten findet sich die Wahrheit am Haken. Wenn ihr den seltensten aller Fische fangt, dann ist ein für alle Mal bewiesen, dass ihr eine Anglerlegende seid. Eine, die sich vor niemanden verbeugt. Ha, als ob ich mich überhaupt vor irgendwie verbeuge. Ha! Prachtkerpfling. Das ist, bin ich ehrlich, klingt irgendwie, als ob der sehr schwierig zu fangen sein wird. Genauso wie der, wie heißt der? Den haben wir. Den haben wir nicht, den haben wir. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und der Segelflosser und der Prachtkerpfling. Ich glaube, die sind beide sehr schwer zu finden. So, wenn ich mir jetzt aber mal den Prachtkerpfling angucke. Hier wird ein immer grüner Hain. Oder? Man sagt, Drachen wäre ein geselliger Schmetterling. Warum? Laut einer hiesigen Wald. Immer grüner Bäume. Zweigling. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich den finde. Halt, ich möchte das Buch ganz gern mitnehmen. Dankeschön. Wenn ihr auf ein Almosen aus seid, dann müsst ihr... Ich glaube, ich weiß, wo ich den finde. Allerdings möchte ich jetzt erst einmal ins Tundragut und möchte ganz gerne die restlichen Fische abholen. Ich weiß, dass ich hier nämlich Fische reingeschmissen habe. Nicht nur Fische, ich habe ja auch Angelkarte. Spatzenschwanz, Diamant. Gott, ich habe hier schon wieder so viel Müll drin, ne? Seesaibling. Habe ich den Fisch tatsächlich nicht? Stab von Elnor Ede. Ja, alles klar. Ich frage mich, warum das Ganze gerade einfach nicht schön ordentlich sortiert ist. Das, das macht mich fertig. Okay, hier schon mal nicht. Ich bin mir aber sicher, dass wir einen Seeteufel bereits rausgeholt haben. Habe ich den da drin? Ich habe doch...
Ach, das war eine Seeteufellarve. Alles klar. Seeteufellarve haben wir rausgezogen. Ja, okay. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch drei Fische.